Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Was hier so einfach aussieht, war nicht immer so einfach. Daniel Leib, Sie haben vor etwa einem Jahr einen Schlaganfall gehabt, sind auch im Koma gelegen. Dort ist gar nichts mehr gegangen. Das ist jetzt ganz anders. Und auf diese Geschichte wollen wir zurückschauen. Ihnen daheim grüezi miteinander. Und hier ist die Geschichte von Daniel Leib. Daniel Leib kann ein Jahr nach seinem Schlaganfall viele Arbeiten seines Berufs wieder teilzeitlich ausüben. Es ist natürlich für mich enorm, dass ich wieder retour in den Beruf kann. Ich liebe meinen Beruf. Es ist auch schön, wieder mit den Leuten zusammenzuarbeiten, wieder eine andere Aufgabe zu haben als nur Therapie zum einen, aber natürlich auch eine Motivation, dass ich wirklich immer wieder trainiere und Therapie mache, dass ich merke, es geht vorwärts. Nach dem Hirnschlag konnte Daniel Leib den Löffel mit der linken Hand nicht mehr heben. Dank intensivem Training während 6 Wochen in der Reha-Klinik lernte er allmählich, seine linke Körperhälfte wieder zu bewegen. Ein halbes Jahr nach seinem Klinikaufenthalt kann Daniel Leib seinen Alltag wieder allein bewältigen. Unermüdlich absolviert er 2-mal wöchentlich ein ambulantes Therapieprogramm. In der Physiotherapie lernt er seine Bewegungen wieder zu koordinieren. Das ist gar nicht so einfach, denn das Gleichgewicht ist eine komplexe Angelegenheit. Das Gleichgewicht besteht eigentlich aus 5 Sachen. Also mal Kraft, um überhaupt zu stehen. Dann die Beweglichkeit in allen Gelenken. Dann die Koordination, um alle Muskeln zu kontrollieren. Ganz wichtig auch das Innenohr und dann noch die Augen. Dass man wirklich diese 5 Sachen auf den Punkt bringen können. Und erst wenn diese 5 Sachen miteinander koordiniert funktionieren, sind wir im Gleichgewicht. Und dann ist noch das Programm, das im Hintergrund läuft, damit wir eigentlich funktionieren im Alltag und eben machen, was uns Spass macht. In der Ergotherapie fordert Franziska Welder von Daniel Leib Bewegungen, die ihn an seine Grenzen bringen. Das ist wirklich Knochenarbeit, intensives Training, täglich mindestens 30 Minuten, ganz spezifisch intensiv. Und man weiß, dass nur so noch Verbesserungen möglich sind. Aber es sind Verbesserungen möglich. Das beweisen ja auch die Fortschritte von Daniel Leib. Dass er seinen Sohn wieder allein betreuen kann, ist für Daniel Leib die größte Motivation, täglich weiter an seinen Bewegungsabläufen zu arbeiten. Es ist ja so, dass man am Anfang, wenn man in so einer Situation ist, gibt man die ganze Selbstständigkeit ab. Man ist eigentlich niemand mehr. Man ist einfach ein Patient und entschieden wird sonst irgendwo. Und dann musst du dich wieder annähern. Also Persönlichkeit und Selbstvertrauen muss wieder kommen, dass du auch wieder dir zugetraust, hey, ich kann das. Es hat viele Situationen gegeben, wo ich das Gefühl hatte, kann ich nicht. Aber ich habe es auch gar nicht probiert. Und meine Freundin hat dann wirklich gesagt, probier es, mach es mal, oder? Und ich habe dann gemerkt, hey, es geht besser, als das ich mir vorgestellt habe. Und das sind natürlich dann so Situationen, wo man merkt, hey, musst du probieren. Und durch das kommt auch wieder ein bisschen Selbstständigkeit. Ja. Eine riesige Leistung, die sich aber gelohnt hat. Trotzdem, Herr Leib, gibt es heute noch Grenzen, die Sie klar spüren? Ja, natürlich. Also, man merkt natürlich, die Körperlichkeit, da ist man schon ein bisschen eingeschränkt. Das ist nicht ganz einfach immer. Da stößt man immer wieder mal an. Aber ich merke auch, es geht immer ein bisschen besser. Also, ob es jetzt Routine ist oder ob es eine Verbesserung ist, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ist es beides ein bisschen. Aber es geht eigentlich immer ein bisschen besser im Alltag. Was geht denn noch nicht?
Also ich habe eine Mühe, um etwas zu tragen oder um etwas zu lupfen. Wenn ich muss hoch auf mit beiden Armen oder so, also gewisse Sachen oder ein bisschen lupfen oder so, da habe ich schon noch relativ grosse Probleme. Ja. Und das Gleichgewicht, ist das auch ein Problem? Das Gleichgewicht ist auch ein Problem. Also ich merke, es bessert zwar, ich arbeite daran, aber beim Laufen oder eben im Alltag gibt es immer wieder Situationen, wo ich schon merke, dass ich da ein bisschen umschwanke. Mhm. Trotzdem eine ganz tolle Erholung. Frau Welder, ist das ein außergewöhnliches Beispiel oder erholen sich viele Leute so gut? Ich kenne vor allem die Schwerstbetroffenen, die hochgradig Gelähmten, wo zum Beispiel der Körper überhaupt nicht spürt, die halbe Seite, die gelähmt ist, oder wo schwerste Raumanalysestörung haben. Und die haben natürlich eine grosse Arbeit vor sich. Mhm. Und Sie haben auch ein Buch geschrieben, ein Behandlungskonzept für Bewegungsstörungen. Heisst das, man soll nie aufgeben? Auf jeden Fall nie aufgeben und wirklich jeden Tag trainieren. Und das betrifft vor allem auch die Armrehabilitation. Mhm. Gibt es denn aber auch Dauerhänger, dass man den Mut verliert? Das gibt es natürlich auch. Also man hat auch seine guten und schlechten Tage, wie wir alle. Aber es ist natürlich schon so, dass es gibt Momente, wo man sich nicht mehr irgendwie motivieren oder gut zureden oder schönreden oder was auch immer. Das nützt alles nichts. Man kann sich auch nicht etwas vormachen. Es ist, wie es ist. Man muss sich eigentlich mit der Situation ein bisschen abfinden und nicht dagegen kämpfen, was vorne war und was jetzt ist. Und da kommt man bei dir schon ein kleines Zeug hin. Oder? Also, es gibt schon schlechte Tage. Ja. Was macht der Wille aus? Der Wille ist sicher ganz wichtig. Das haben wir ja auch beim Daniel Leib gesehen. Ich denke aber, die Vorstellung vom Nahziel ist so wichtig, dass der Patient weiß, für was und wozu er jetzt die Übungen macht. Mhm. Dankeschön vielmals, Frau Welder, und herzlichen Dank, Herr Leib. Nach Hirnschlagen holt sich jeder Mensch völlig anders. Der Linguistikprofessor Jürg Schwitter hat vor 7 Jahren einen Schlaganfall gehabt und hat seine Sprache total verloren. Heute kann er wieder reden. Schauen Sie den Filmausschnitt von Raphael Meyer. Have a look, look at my right arm and hand. Have a listen to the way I talk to you now. Es war am Freitag, dem 20. Februar 2009. Ich hatte mir gerade eine Tasse Tee gemacht und beantwortete E-Mails. Plötzlich spürte ich, wie mich ein massiver Schlag im Kopf traf. Ich fiel vom Stuhl auf den Fußboden, komplett hilflos und gelähmt. Sie fanden mich immer noch wach auf dem Boden liegend nach 36 Stunden. Jürg Schwitter hatte die Sprache komplett verloren. Im Therapiezentrum Valenz musste er sich mit Hilfe der Logopäden mühselig sein Sprachvermögen in Wort und Schrift zurückerobern. Stop. M. Wait. Have you been going to school? Mit seiner Englischlehrerin arbeitete er mehrere Jahre an der englischen Aussprache und Betonung. Do you take sugar? Yeah. Do you take sugar in your coffee? No, I take Again. Do you take milk in your coffee? No, I take a plain. Okay. You're wearing shorts? No, I'm not. I'm wearing trousers. Can we make that even shorter? Are you wearing shorts? No. Früher sprach ich 5 Sprachen. Ich war der Leiter der englischen Abteilung an der Universität Lausanne. Ich war ein erfolgreicher Professor der englischen Linguistik. Heute bin ich ein behinderter Mensch. Ein Mensch, der schnell ermüdet. Ein Mensch, der teilweise gelähmt ist. Ein Mensch, der nur mit technischen Hilfsmitteln schreiben kann. Ein Mensch, für den es eine große Herausforderung ist, zu sprechen. You love the job.
Sie haben den Job, den sie ausübten, geliebt. Sie liebten ihre Arbeit über alles. Und dann, von einer Minute zur anderen, ist alles anders. Sie wissen, sie werden ihren Job nie mehr ausüben können. Ganz ehrlich, manchmal finde ich das sehr traurig. Honestly, sometimes I think it's sad, really. Über ein Thema kann Jörg Schwieter seit diesem Jahr wieder Vorlesungen halten: Schlaganfall und Sprachverlust. Okay, hello everybody. Herr Schwieter, auch eine grossartige Leistung. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man plötzlich nicht mehr reden kann? Weiss man denn auch die Objekte in der Umgebung, kennt man das nicht mehr? Also man weiss nicht, dass das ein Stuhl ist, zum Beispiel? Nein, bei mir war es ganz anders. Ich konnte einfach nicht mehr reden, aber ich konnte denken, ich konnte verstehen, alles. Ich konnte einfach nicht mehr reden. Mhm. Aber ist es denn, wie wenn die Zunge gelähmt ist? Oder wie ist denn das? Oder man kennt, oder wie wenn man einen anderen Spruch reden möchte, den man nicht kennt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe es immer so gesagt, das kann man sich vorstellen, wie wenn die Verbindung zwischen dem Hirn und dem Sprechapparat gekappt ist. Ich kann denken, ich verstehe alles zu 100%, aber einfach mit dem Reden hapert es. Bei uns ist auch der Dr. Stefan Weber. Herr Weber, ist die Regeneration von Herrn Schwieter so gut, auch weil er so ein gebildeter Mann ist? Dass er das Leben lang sehr differenziert studiert und gelehrt hat und sich mit den verschiedensten Themen, vor allem auch Sprache, auseinandergesetzt hat, ist sicher eine gute Voraussetzung für eine Rehabilitation. Aber es ist absolut keine Garantie für einen sehr guten Verlauf. Also es gibt auch Leute, die sehr gebildet sind, die sich gar nicht mehr erholen können, mit anderen Worten. Herr Schwieter, Linguistikprofessor, und Spruch ganz verlieren, das ist eigentlich eine wahnsinnige Geschichte. Sind Sie da einmal nicht auch wahnsinnig verrückt worden? Ich bin so verrückt worden, ab den, vor allem Leute, die mich nicht kennt haben und so. Und die haben dann angenommen, es sei nicht reden können, es sei es gleich wie nicht verstehen können. Und die haben dann sehr laut geredet und sehr deutlich geredet. Und so weiter. Und das ist aber bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich habe alles verstanden, ich habe können denken und so weiter. Ich finde, es wäre vielleicht auch gut, das muss ich auch sagen, wenn die Angehörigen vom Patienten den Patienten würden fragen, was er kann und was er nicht kann, ob er versteht oder eben nicht, ob er etwas sagen oder eben nicht. Sie sprechen jetzt auch etwas ganz Wichtiges an. Es ist nicht immer so, gell, Sie, Herr Weber, dass alle das Umfeld verstehen. Gar nicht. Es gibt Patienten und Patientinnen, die ganz grosse Schwierigkeiten haben, das Gesprochene zu verstehen. Die Menschen mit Aphasie sind gut im Situationsverständnis. Sie checken sehr oft, um was es geht. Aber wenn es darauf ankommt, Wort- und Satzbedeutungen zu verstehen, haben viele, nicht alle, Schwierigkeiten. Vielleicht noch zum Schluss, Herr Schwieter. Sind Sie ein glücklicher Mensch? Ja, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Man darf es fast nicht sagen. Jetzt, nach dem Schlag, bin ich eigentlich glücklicher, als ich vor dem Schlag war. Warum? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht, weil das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Ich tue jetzt ein bisschen weniger arbeiten und so weiter. Aber das sind Spekulationen. Also genau weiß ich es nicht. Aber vielleicht haben Sie neue Qualitäten auch entdeckt vom Leben. Genau. Das Leben ist wirklich ein sehr anderes Leben, als es vor dem Schlag war. Aber das Leben ist ein schönes Leben, ein tolles Leben. Dankeschön vielmals, Herr Schwieter, und herzlichen Dank, Herr Weber.
Und noch weitere Informationen in Form von einem Zusatzinterview mit dem Daniel Leib und dem Jürg Schwitter finden Sie bei uns auf der Webseite. Fragile Suisse ist eine Organisation, die sich engagiert für hirnverletzte Menschen und auch Angehörige. Und die haben ganz interessante Kurse, die sie anbieten. Da lohnt sich ein Blick auf die Webseite. Und noch etwas ganz anderes. Wir haben noch einen Artikel zum Thema Hirnschlag geschrieben im Magazin 50+. Und dort erfahren Sie unter anderem, wie Sie richtig reagieren können, wenn Sie jemandem begegnen, der einen Schlaganfall hat. Es ist wieder Grippezeit und da fragt man sich natürlich, wie kann man sich schützen? Zum Beispiel, indem man die Hände desinfiziert. Viele Leute wissen aber gar nicht richtig, wie das geht. Es ist Grippesaison. Andreas Wittmer, Hygieneexperte am Basler Universitätsspital, weiß, wie eine Ansteckung mit einfachen Mitteln vermieden werden kann. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Es sind ja eben Tröpfchen und dann kann man eine Maske anlegen. Das machen sehr viele von Fernost. Das sieht man auch in der Schweiz, wenn man Touristen sieht. Die tragen eine Maske. Das halten wir jetzt noch für übertrieben. Aber die Händedesinfektion ist etwas ganz Vitales und einfach. Und das kann man heute überall machen. Und das ist auch eine sehr kostengünstige Variante. Die Hände richtig zu desinfizieren beinhaltet auch die Daumen, Fingerspitzen und Fingerzwischenräume bewusst zu reinigen. Also sicher ist am wichtigsten, dass man den Kontakt meidet. Man weiss, dass die Tröpfchen auf etwa 1 Meter sich, wenn man hustet, können, ausbreiten können, sodass man dort sich auf 1 Meter zurückhaltet. Die meisten nehmen eigentlich die Hand vor das Maul. Dann hat man alle die Viruspartikel auf den Händen. Und die überleben sehr gut auf diesem feuchten Milieu. Und wenn man dann etwas anlenkt, dann sind die Viren auf dieser Oberfläche. Und wenn dann jemand da jetzt zum Beispiel Physiotherapie machen und sich hier festheben, dann hat er es an den Händen. Weil wenn man husten muss, kann man entweder in ein Nasentuch oder wenn man das nicht zur Verfügung hat, in die Ellbogen machen. Man kann dort sehr viel machen mit ganz, ganz einfachen Massnahmen. Ein effektives Mittel zur Prävention von Grippe ist auch die Impfung. Manuel Battege erklärt, wie sie funktioniert. Die Grippenimpfung besteht aus Bestandteilen des Grippevirus, ist nie ein lebendiges Virus, sondern eben Bestandteil. Und wenn man das gibt, die Bestandteile, dann reagiert der Körper und bildet Abwehrstoff. Impfen lassen sollten sich Patienten mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen chronischen Krankheiten. Zudem Personen über 65 und Transplantierte, deren Immunsystem medikamentös geschwächt wird. Auch für medizinisches Personal und Menschen, die regelmäßig mit Risikopatienten verkehren, ist eine Impfung wichtig. Weil gerade bei ganz Betagten häufig die Impfung nicht ganz so gut angeht, dass sie nicht ganz so gut wirkt. Und dann ist ein indirekter Schutz da, das heißt, durch die Person, die sich impfen lässt, ist sie selber geschützt, aber sie gibt das Virus auch in einem viel, viel kleineren Maß weiter. Da ist das Risiko deutlich reduziert. Das heißt, die Umgebung schützt dann zusätzlich die Person, die ein Risiko haben könnte, schwer an einer Grippe zu erkranken. Versagt die Vorsorge, braucht es eine präzise Diagnose, die im Labor bestätigt werden kann. Maria Theresia Paschke kann das linke Knie nicht mehr durchstrecken. Es macht ihr sehr weh. Und bis jetzt hat sie keine Lösung gefunden und hat uns jetzt angerufen. Maria Therese Pasch aus Emmenbrücken hat seit über einem Jahr Schmerzen in ihrem linken Bein. Spaziergänge mit ihrem Hund sind kaum mehr möglich. Obwohl sie schon operiert wurde, hat sich die Situation nicht verbessert. Die 69-Jährige hat darum Dr. Wettstein kontaktiert. Er hat sich mit ihrem Fall befasst und stattet ihr heute einen Hausbesuch ab. Ja. Frau Pasch, wie hat das Ganze angefangen? Das hat angefangen im Januar 2015, als ich ganz fest mit dem Fuß auf den Boden gestampft habe, weil ich verrückt war über den Hund. Und was ist dann passiert? Dann hat es mir das Gefühl gehabt, wie ein Riss im Bein. Ja. Und
dann habe ich gemerkt, jetzt hast du einen Zeichelblock. Und von dort weg sind die Schmerzen immer mehr und mehr und mehr gekommen. Und zwar vor allem hat es dann hinten rein, in den Kniekehlen rein, angefangen wehtun, wie verrückt. Und ich konnte nicht mehr, können, weder halben Kilometer, Kilometer laufen. Dann bin ich nicht mehr heimgekommen. Dann habe ich so starke Schmerzen bekommen. Und dann ist der Schmerz bis auf den Knöchel abgegangen. Ja. Könnt ihr mal beide Beine zeigen? Jawohl. Ist nie eine andere Farbe gehabt? Nein. Oder so. Und wenn die Berührung ist immer gleich, auf beiden Seiten. Ja. Spüren sie gleich ja. gut. Ja. Und wenn ich etwas Kaltes nehme, da direkt aus dem Kühlschrank, wenn sie das vergleichen mit da, ist das gleich kalt? Ja. Und Beweglichkeit. Können Sie das Bein ganz strecken? Das ist die gesunde Seite. Und beugen. Ganz beugen, jawohl. Das geht gut. Und auf dieser Seite? Auf dieser Seite kann ich es nicht durchstrecken. Nicht ganz durch? Nein. Und wenn ich, mehr, wenn ich forciere? Ja. Dann tut es weh. Das heisst, Sie haben eine Einschränkung von dem Strecken in dem Knie. Sie sind ja dann ein paar Mal operiert, zweimal operiert worden, ja. Mal einen Meniskus und nachher nochmal dran. Und es hat gar nichts gebessert. Nein. Ist es schlimmer gewesen nach der Operation? Beides mal noch schlimmer. Was Sie haben, ist etwas, das gar nicht so selten ist, nach einem ganz einfachen, kleinen Unfall. Sie haben wahrscheinlich eine kleine Verletzung im Knie und dann haben hat es eine Reflexproblematik gegeben, hat das vegetative Nervensystem hat angefangen zu arbeiten und hat das chronische Schmerzsyndrom verursacht. Die Schmerzbehandlung muss man auf mehreren Ebenen ansetzen. Und Sie haben jetzt ein einziges Schmerzmittel, das Sie nicht einmal regelmässig nehmen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sie müssen regelmässig Schmerzmedikamente nehmen. Eins, das da ansetzt und eins, das da ansetzt. Laufen ist nicht das Ideale. Viel idealer ist im Wasser schwimmen. Und wenn Sie nicht gerne schwimmen, wie ich zum Beispiel, dann mit dem Velo fahren oder mit dem Hometrainer. Und die Prognose ist gut. Es geht lang. Nicht Wochen, sondern Monate geht es. Monate geht es. Aber die Prognose ist gut. Ich hoffe es. Ja. Frau Pasch hat ein chronisches regionales Schmerzsyndrom. Das hat zwar eine gute Prognose, aber man muss es konsequent über mehrere Monate behandeln mit intensiven, mehrdimensionalen Schmerzmedikamenten und regelmäßigen gymnastischen Übungen. Ja, schon, ja. Können Sie das mal gefahren? Ja. Wir haben übrigens ein ganz eindrückliches Interview mit dem Daniel Leib und dem Jürg Schwitter, die beide einen Hirnschlag haben bei uns auf der Webseite. Und das war's für heute. Machen Sie es gut und adieu miteinander. Schauspielerin Monika Gubser hat seit über 20 Jahren Zahnimplantate. Und zwar ohne Probleme. Andere Menschen plagen Entzündungen oder Schmerzen. Was hilft, zeigen wir nächste Woche. Basler Zeitung zeigte. Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.